So, wir sind im Stall. Okay, jetzt mal raus. Cookie ist schon los und also abgeschnallt und guckt da raus. Ja, ich nehme mich heute mit. Ich habe übrigens eine Mützenhand und eine Kapuze, weil es ist übertrieben windig. Also nicht so krass wie gestern und vorgestern. Und meine Haare sind nass, deswegen. Wir sind gerade den Flummi am Begrüßen. Hat sie eben schon mal die Decke ausgezogen. Er hat sich ordentlich heute Nacht gewälzt anscheinend, beziehungsweise geschlafen. Ja, das Bein sieht soweit ganz gut aus. Die drei Wunden verheilen schön. Nichts mehr dick, kein Einschuss mehr. Sehr schön. Hallo Soli! Oh, entspannst du gerade mit der Lippe? Hallo Mäus. Hallo. So, Soli geht jetzt Führanlage. Ich mache das jetzt mal zusammen mit euch an. Dann geht's hier los. Oder auch nicht. Hallo? Das war gerade richtig dumm, weil der Strom war schon an und ich dachte, der wäre noch aus. Ja, hat wohl jemand angelassen. Soli geht auf jeden Fall, boah, was ein Panorama im Hintergrund für Anlage, weil wir gleich Wohnarbeit machen und in der Zeit longiere ich jetzt mal den Plumpen. Ich finde es übrigens mega nice, dass unsere Longierhalle fast fertig ist. Also man sieht jetzt nicht viel, aber die Halle ist fast fertig und ich freue mich mega. So, die drei Chaoten vom Dienst, Tom, Flummi, Cookie, sind schon hier und fangen schon mal an, den guten Mann fertig zu machen. Der hier stiftet wieder nur Unruhe. So, der Flummi ist jetzt soweit geputzt. Wir gucken gleich mal, ob was denn? Sorayas Longiergurt, dem passt. Wir stellen gerade noch zwei Pferde von Freundinnen aufs Paddock. Ja, nachher werden wir den kleinen Mann noch mal ein bisschen massieren. Und das zur aktuellen Lage. So, die Pferde von meiner Freundin, beziehungsweise von meinen Freundinnen, sind jetzt kurz draußen. Übrigens, guck mal, wie groß er ist. Und er ist einfach noch ein Baby. Flummi ist in Longen-Dress und wir gehen jetzt mal ein bisschen Schritt. Heute versuchen wir das Ganze mal mit Booty Band, damit seine Hinterhand ein bisschen aktiviert wird. Natürlich nicht zu viel, aber er ist wirklich schon fit, sonst würde ich das auch nicht machen. Wir bekämpfen gerade noch Flummis größten Feind, und zwar die Aufstiegshilfe, weil man kann die rausmachen und dann geht die von selber wieder hoch und dafür ist er echt entspannt. Der fand das echt wirklich so gruselig am Anfang, konnte nicht da vorbeigehen und jetzt wird's immer besser. So, wir sind jetzt fertig. Cookie sitzt hier, Tom hat netterweise die Box gemacht. Daumen nach oben und Flummi steht jetzt hier und jetzt muss ich noch kühlen. Und dann kommt er in die Box und dann ist Soli dran. So, ich stehe jetzt am Abspritzplatz. Werde nochmal sein Bein abspritzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt was bringt, aber werden jetzt mal nochmal ein bisschen kühlen. Weil schaden kann es ja nicht. Ja. Ja. Aber man sieht schon, das Gelenk ist nicht mehr dick. Das war ja richtig, richtiges Ei. Und jetzt ist es
Normal. Er denkt, glaube ich, ich will ihm da Salbe oder so drauf machen. So, da gerade hier so ein bisschen die Welt untergeht. Man sieht es nicht, aber es regnet und strömt und es hagelt auch. Also hier ist ein Dach, deswegen sieht man es hier nicht. Flummi ist auch schon nass. Habe ich mich dazu entschieden, jetzt mal nur 2-3 Minuten gekühlt zu haben, weil was bringt mir ein klitschnasses Pferd? Ne? Gar nichts. Ich äpple gerade die Spülmaschine ab, weil Tom jetzt Soli aus der Spülmaschine geholt hat. Und es ist echt so schlechtes Wetter. Da ist der Himmel voll blau und hier ist hier noch richtig nass. Meine ganze Jacke ist durchnässt. Super. So, und Flummi hat mir natürlich auch eine schöne Überraschung auf dem Abschlussplatz dagelassen. Naja, gibt schon alles. So, ich bin jetzt mit Soraya in der Halle. Wir machen Bodenarbeit. Ganz bisschen. Tom wird es vielleicht gleich so ein bisschen mitfilmen. Wir haben schon richtig lange keine Bodenarbeit gemacht. Jetzt letztens mal wieder. Und sie weiß, dass ich Leckerlis habe. Soli hat jetzt Futter, wird noch geputzt. So, wir sind noch jetzt beim... Oh Gott, Flummi. Cookie macht da weiß was ich was. Jetzt gibt's noch Futter und eine kleine Massage und die Salbe drauf. Und eine neue Decke an und dann geht's nach Hause. Jetzt gibt es für den Flummi noch eine kleine Massage mit der Massagepistole von Lipo und auch mit unserem Lieblingsaufsatz, dem Kugelaufsatz. In der Beschreibung findet ihr einen Link, da kommt ihr direkt zur Pistole und könnt die Pistole da kaufen. Ich habe sie jetzt schon zweieinhalb Wochen und die ist echt super. Die hat noch keinen Verschleiß. Klar, hier sind ein paar Haare drin. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn man das mit dem Pferd benutzt. Aber ist mega. Ist übrigens auch für den Menschen super, super angenehm. Ich, Schlaghoff, dachte, ich nehme eine richtig tolle Pistole von Lipo mit und massiere jetzt den Flummi. Das Problem ist nur, ich habe vergessen, sie wieder aufzuladen, weil ich sie ja so oft benutzt habe schon. Und irgendwann war dann auch mal der Akku leer. Der hält aber wirklich super, super lange. Also auf jeden Fall mehrere Stunden. Naja, die Jungs chillen da. Cookie ist, glaube ich, ein bisschen neidisch. So, ich bin jetzt bewaffnet mit dem ganzen Zeug hier, weil die Kruste geht da so ein bisschen ab und ich habe irgendwie Angst, deswegen schmier ich nochmal besser dieser Donner drauf. Ja, weil nicht, dass irgendwas aufgeht. Die andere Wunde, um die es aber eigentlich geht, ist aber auf jeden Fall fast nicht mehr da. Aber da oben geht halt jetzt dieser Zipfel auf.
Und da habe ich ein bisschen Angst. Tschüss, Flummi. Bis morgen früh. Wir haben jetzt alles ready. Fluffy sitzt da unten. Und wir fahren dann jetzt mal nach Hause. So, wir haben uns gerade dazu entschieden, noch ein bisschen mit ihm auf der Weide Bällchen zu spielen. Aber eigentlich läuft das Bällchenspielen nur darauf aus, einfach nur, dass er mit dem Ball im Kreis rumrennt. Ich habe gerade so komisch gefilmt wegen den ganzen Kennzeichen. Cookie, komm! Schnee! Oh, sieht so schön aus. Leute, ich weiß, das ist nichts Besonderes, aber ich habe gerade einfach ein... Also, Tom hat im Portemonnaie ein 10-Cent-Stück von 2021. Das muss ich kurz mal zeigen. So, Leute, ich wollte gerade das Ende filmen. Cookie ist gerade abgeleint, aber hier ist die Sonne. Es hat so geblendet. Ich sehe übrigens immer noch so schlimm aus. Wie so ein Käfer. Guck mal, wie die Sonne hier reinscheint. Nee, ich muss jetzt hier irgendwie so machen. Guck, es ist so hell. I don't know. Auf jeden Fall haben wir gerade so ein bisschen unser Sonntagsritual nicht eingeführt. Das gibt's schon so ein bisschen. Aber so alle 2 Wochen sonntags. Oh nein, nein. Oh, das gibt Ärger. Gibt's Pommes vom Griechen bei uns um die Ecke. Aber ich muss euch kurz zeigen, das wird Ärger geben mit dem Tom. Tala. Da hat er wohl mit seinen Matschfüßen draufgetorpelt. Naja, ich wollte jetzt schon mal das Video beenden. Ich hoffe, euch geht's gut. Momentan, es macht so schlechte Laune mit dem Wetter wieder. Es soll wieder gefrieren und alles. Aber naja, ist noch alles da. Folgt uns auf Instagram und auf TikTok. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, weil ich ein bisschen zu lange eben beim Autofahren in die Sonne geguckt habe, weil man hat einfach gar nichts mehr gesehen. Und jetzt sehe ich so die Sonne in meinen Augen. Naja, das dazu. Ich zeige euch gleich noch meine Pommes. Oder nicht? Dann nicht. Und ich habe euch ganz lieb und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und kommentiert mal was in den Kommentaren, egal was. Also vielleicht nicht so irgendwas Dummes. Aber selbst wenn es nur ein Herz ist oder ein Smiley, einfach wegen dem Algorithmus. Ja. Tschüss!